zu sein. Aber jetzt bitte ich alle Götter, auf Anna aufzupassen. Möge das Tal ihre Krankheit heilen. In der Zwischenzeit haben Aljoscha und ich einen Aufklärungseinsatz. Keine Ahnung, was uns dort erwartet, aber Aljoscha scheint überzeugt zu sein, dass zahlreiche Frauen seine Ankunft dort begierig erwarten. Sollte das wirklich der Fall sein, dann habe ich den bestmöglichen Begleiter für diesen Einsatz. Na und Leute, schön, dass ihr wieder am Start seid zum Metro Exodus. Ich habe es geschafft, ich habe das Spiel auf dem neuen Computer installiert und konnte auch den alten Spielstand einmal laden. Dann habe ich gedacht, cool, es läuft. Ich hatte aber zu dem Zeitpunkt keine Zeit aufzunehmen. Dann habe ich gedacht, gut, machst du morgen oder so. Und habe es dann nächstes Mal gestartet und alle Spielstände waren weg. Ich musste neu anfangen. Ich weiß nicht warum, es gab ihn ursprünglich. Er hat mir zwar schon vorher einmal angezeigt, dass das beschädigt ist. Das hat er aber auch bei Aliens Dark Descent getan. Und es ging trotzdem immer alles. Und jetzt auf einmal war es so groß das Problem, dass er gesagt hat, nein. Und jetzt musste ich so viel hin und her machen, ja. Ich musste mal den anderen Computer wieder anschließen, in der Hoffnung, dass er da den neuen Cloud-Speicherstand erzeugt, wie auch immer. Hab dann die manuellen Sachen auch rausgesucht von der Festplatte. Irgendwann habe ich die gefunden, die brauchte ich jetzt zum Glück nicht, weil irgendwann hat es dann so funktioniert. Ja. Und jetzt lasst uns mal reinstarten. Ich habe auch schon einmal die Folge aufgenommen, hab dann wieder festgestellt, mein Mikro war nicht an. Ja, hat mich richtig gefreut hinterher. Aber ich bin, ne, mein Mindset sagt, kein Problem, mach's normal. Und jetzt kommen wir erstmal in der Tiger an, Leute. Och nicht, machen wir überhaupt nicht. Ach, ist ja geil. Okay, das tut mir jetzt leid, ja. Ich hab gedacht, ich hatte keinen anderen Speicherstand mehr. Er hat jetzt alles überschrieben, anscheinend. Ach, fuck. Sorry. Ich hab hier auf jeden Fall gerade, wir haben keine Sachen mehr. Unser Gepäck ist verloren gegangen. Wir sind quasi mit, er hat ja gesagt, wir sind auf einem Aufklärungseinsatz gewesen. Wir sind mit so einer ganz kleinen Lokomotive eine ganz schmale Bahnstrecke abgefahren. Dann gab es einen Erdrutsch, wir sind ins Wasser gefallen, wir wurden dann von jemand Unbekannten gerettet, sah hart eingeboren aus. Und dann waren wir auf einmal an der Küste auf uns alleine gestellt, haben eine Armbrust gefunden, ansonsten haben wir nichts weiter. Außer, dass wir jetzt gerade noch das Nachtsichtgerät gefunden haben. So mal zur Auffrischung zu dem, was jetzt fehlt. Genau. Und unser Auftrag ist jetzt, da hinten ist jetzt das Lager der, den Namen vergessen, irgendwelche Küstenboys, also diese Eingeborenen und Banditen sind auf der anderen Seite gewesen. Die bekriegen sich hier so ein bisschen. Genau, und jetzt ist unser Auftrag, das Lager zu durchqueren. Ja, natürlich wieder nach Metro-Manier. Ohne entdeckt zu werden. Das machen wir jetzt. Das hatte ich eben auch schon getan. Ich weiß daher schon ganz gut, wo es lang geht und wie wir Kontakte vermeiden. Aber das heißt ja nicht Spanisch, ne? Gerne, wenn ja Situationen, die vorher völlig safe waren, plötzlich. Also, ich wollte dich schon die ganze Zeit fragen. Dieser ganze Piratenkram, die Leichen an den Pfählen. Glaubt ihr wirklich, dass der Lehrmeister das so wollte? Der Lehrmeister wollte, dass wir uns verteidigen. Naja, aber das hilft ja nicht. Da oben auf den Turm müssen wir rauf. Wir sind schon wieder im Dorf gesehen worden. Außerdem haben unsere Jungs heute einen Streuner geschnappt. Das bedeutet nur, Mann, ich hänge hier an irgendwelchen. Deshalb sind wir hier. Wie cool das jetzt aussieht, ne? Wir haben jetzt Raytracing drin. Hairworks, erweiterte Physik. Alles, was das Spiel so grundsätzlich hergibt. Und das sah so cool aus. Ich hatte ja Aufnahmen von dem Strand hier, wo wir gestrandet sind. Aber das sah so cool aus. Da hatten wir nämlich noch Sonne. Das tut mir jetzt natürlich ein bisschen leid, dass das im Arsch ist. Ich bin mir da wirklich nicht sicher. Jetzt müssen wir kurz warten, der eine Typ bewegt sich gleich. Kann ich euch mal kurz die Stelle zeigen, die wir überqueren müssen. Entschuldigt bitte, wenn ich zwischendurch immer noch hart abräude. Ich schaffe das nicht immer, das Mikro schnell genug auszumachen. Das kommt immer so aus dem Nichts. Genau, das hier ist die Brücke. Und unschwer zu erkennen ist, dass sie kaputt ist. Deswegen müssen wir mit der Seilrutsche dann gleich rübergleiten, wie die Helden. Weil er seine Zeit da abgestanden hat.
Ich bin hier gerade mit dem Nachtsichtgerät durchgehuscht. Da fühlt sich das immer alles, denkt man stapft in völliger Dunkelheit da lang. Aber es ist ja quasi taghell, ja? Ich habe immer nur meine Gasmaske auf. In dem Keller, wo wir gerade gestartet sind, da war es seuchig. Ja, und hier fehlt mir irgendwo noch, also später in dem Bereich hier, müssen wir noch in irgendeiner Holzhütte ein Dokument bergen. Das fehlt mir. Ich habe damals hart Errungenschaften gejagt und genau eine habe ich ausgelassen. So, hier geht's hoch. Also ich hoffe, dass das dann getriggert wird. Dass das dann zählt. Ich muss das damals auslassen, weil ich habe die Errungenschaften durchgespielt, dass man keinen verwundet, komplett ungesehen durchkommt, glaube ich. Also wirklich auch sowas hier nicht macht. Und da konnte ich dann halt nicht alle Häuser durchforsten. Und da hat mir dieses eine Dokument gefehlt. Ja, was dann dazu führt, dass man halt viele Areale gar nicht erkunden kann. Ne, sowas ist jetzt ein Dorf hier. Erstmal fehlen Haufen Ressourcen. Und man hat ja, man verpasst ja auch einen Teil des Spiels hier durch das Stealth Gaming, ne? Ich kann ja nicht sprechen, sonst würde ich antworten. Gott. Bitte komm, Jungs. Bitte. Ende. Mach dir nicht so viele Sorgen. So, das haben wir schon mal gut gemacht. Ups. Stimmt ja. Das war eben beim Spielen als viel dunkler. Verstehe nicht, was passiert ist. Das ist übrigens auch so ein neuer Mutant, der hier bei Stalker Gamma eingefügt sein sollte mittlerweile. Ich weiß nicht, wie sie den da genannt haben. Ich glaube Jumper oder irgendwie sowas ähnliches. Vielleicht nicht genau das Modell. Es kommt nachher noch ein anderer Bär. Und ja, der soll jetzt... Ach, guck mal hier. Das hatte ich vorhin auch. Als ob so das nicht... Das hatte ich aber viel früher. Dass es endlich Nacht wird. Ist ja geil. Einfach mal so. Zack, wie ein Filter. Genau, so war das vorhin. Okay, jetzt müssen wir mal kurz den Kiosk noch durchsuchen. Hier war nämlich eine Menge Chemie drin. Weil wenn uns was fehlt gerade, ist es Chemie. Wir müssen echt mehr plündern. Na, da. Da bist du. So, wir müssen ein bisschen undercover sein, dass uns diese wilden Viecher hier nicht erwischen. Aber ich möchte unbedingt die Pilze einsammeln. Thank you.
Ja, cool. Richtig clever. Ich habe mein Mikro wieder nicht angemacht nach dem Husten. Mann, ey. Jetzt habe ich gedacht, ich mach's das aus, hab's aber in dem Moment angemacht. Ich schenke euch einen Husten. Ja, ich habe die ganze Zeit erzählt, hier bis in die Stelle habe ich reingespielt. Ich weiß jetzt gar nicht, wann ich mein Mikro ausgemacht habe. Ach Mann, ey, das ist so nervig mit diesem Kackhusten, ne? Das sieht schon cool aus mit den Glühwürmchen. Oh, also hier lohnt sich das richtig. Mit der neuen Grafikkarte und allem. Das sieht schon echt wahnsinnig aus. Oh, ist ja sauber. Einfach eine Leiter. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das gerade schon erzählt hatte mit dem Bärenmodell, was zu sehen war. Ich will das jetzt auch nicht doppelt erzählen. Oh, die haben mich. Das sind auch echt viele. Das würdest du gar nicht schaffen mit dieser Gurkenarmbrust hier. Ah, ist er gerade hier lang? Da ist er. Das ist das Modell. So, ja, ich glaube, das haut schon hin. Geschossen wird hier hoch. Wahnsinn. Ich habe jetzt gedacht, dadurch, dass wir nur Armbrustbolzen überall gefunden haben. Guck mal, das könnte schon ein besseres Modell sein. Mit einem ordentlichen Griff unten dran, oder? Und eine Schulterstütze? Ah, das sieht schon besser aus. So, jetzt ist die Frage. Jetzt können wir hier rüber. Wird vermutlich auch der Punkt sein, wo wir nachher weiterkommen. Aber mir ist so. Aber ich will hier ehrlich gesagt irgendwie gar nicht mehr runter. Weil ich glaube, dadurch, dass wir hier die Leiter hochgeklettert sind, haben wir diesen Bären aktiviert. War das Doppeltötung? Nee. Komm, wir nutzen mal den Moment. Dann huschen wir mal durch die Wälder. Wie ein Waldläufer. Oh. Weil hier sind ja noch mehr Sachen. Erstmal die Pilze. Und dann war hier hinten, glaube ich, noch ein kleiner Steg. Aber da kann man auch lang. Oh. Tue ich nichts. Nein! Steck den Pfeil darin, Brudi! Oh. Okay. Hohoho. Voll verkackt. Du kannst auch weg. Will ja hier das Gleichgewicht nicht zerstören, aber. Bevor der mich entdeckt. Ah, herrlich hier. Schön Vollmondnacht. Ja, aber doch kein Steg. Einfach nur Pampe. Vielleicht verwechsel ich das auch mit der Stelle später im Spiel. Kann natürlich alles sein. Ach, guck mal da hinten. Man müsste vielleicht einfach nur mal ein bisschen den Kopf drehen. Shrimps gibt's ja auch noch. Aber da ist ja jemand. Ach, Wahnsinn. Uhuhuhu.
Der steht doch hier nicht alleine in dem Wald, oder? Ich glaube, nachts angeln fetzt auch. Oh, guck mal. Ich will jetzt eigentlich an ihn näher ran, nicht, dass er sie umdreht und dann muss ich irgendwie reagieren. Kann er da entspannt weitermachen, oder? Okay, dann lasst uns hier mal unauffällig abhauen. Das macht den auch ganz oft so diese Stealth-Momente kaputt, ne? Dann hängt man irgendwie so ein bisschen auf so einem kleinen Stein. Und wenn man dann da runter tritt, macht das so ein Bumsgeräusch und schon ist da ein Stealth-Moment dahin. Ist hier noch was zu holen? Ah, schon eine schöne Lagerstätte hier, ne? So, dann gehen wir jetzt mal da hinten bei den Felsen hoch. Oder wie in, über diese Zipline. Ich glaube, das mit den Felsen habe ich früher gemacht, deswegen möchte ich jetzt da mal rüberrutschen. Oh, ein Ast. Komm schon, schnell. Naja, das tut mir wieder leid, Leute, dass ich hier so viele Kackfehler gemacht habe. Erstmal mit dem Laden, mit dem Mikro gerade. Das ist so dämlich, ey. Alles so vermeidbare Sachen. Und ich habe mir so viel vorgenommen, heute so viel, wenigstens 2, 3 Folgen aufzunehmen vom Metro. Weil ich ja da so ein bisschen hinterherhinke für mich. Und dann ist man damit beschäftigt, immer diese Sachen zu reparieren, das irgendwie wieder hinzukriegen, das einzustellen, alles neu. Das hat ja auch eine ganze Weile gedauert, ne? Die ganzen Tools wieder runterzuladen, die Spiele. Oh. Ja, so was meine ich hier. Ist eine kleine Kante, da slidest du dann dran lang und immer nur so wupp. Oh, Hasenjagen. Ja! Das war ein Treffer. Ganz klar. Wo ist er denn? Ich sehe den ja nicht. Muss hier einen Grund haben, warum es hier einen Weg gibt, oder? Unten sind noch mehr Hasen. Oder hat man hier noch die... Hätte man noch eine andere Möglichkeit gehabt, außer diese Zipline? Oder das wäre einfach ein guter Weg gewesen... Da unten steht auch noch jemand. Ohne coole Stelle. Um dann an diesen Wölfen und so vorbeizukommen. Dann wäre man gleich hier hinten gewesen. Ja, da wird hier ein Wild existiert, ne? Da hinten ist wie ein Hirsch. Er wäre auch einfach cool, ob man jetzt mit Männchen auch einfach reden kann, die so alleine unterwegs sind. Warum sollten die ihn angreifen, ja? Ja, okay. Ich würde gerne einfach mal... Ich habe mal Angst, dass das ein Fehler ist, wenn man jetzt einfach unbewaffnet auf den zugeht. Aber das ist ein Räuber, ne? Ja.
kochen hier sehen. Schöne dicke Süppchen. Krass, ich hätte fast gedacht, das ist jetzt einer, mit dem man sprechen kann, so jetzt nochmal. Oh! Ja, gib her! Endlich mal wieder ein bisschen Feuercraft. Und noch Molly. Noch Molly. Noch Molly. Ha! Das war gut. Das können wir bestimmt gut gebrauchen. Weil Bärenfell brennt gut, habe ich mir sagen lassen. Alter, noch einer. Haben die hier Fett ausgekocht oder wie muss ich mir das vorstellen? Das würde theoretisch auch funktionieren, ne? Brennendes Fett ist ja noch schlimmer. Da hat man früher sogar Burgen eingerissen. Aber bei mir lernt er noch was, ja. Da hat man Gräben gebuddelt. An die Burgmauern ran und dann hat man Schweine angezündet und die da reinrennen lassen. Und das Fett ist so, hat so heiß gebrannt, dass dann die Mauern irgendwann, das Fundament weggebrannt ist und dann alles eingestürzt ist. Ey, das ist hier nicht nur einfach nur Gaming-Kanal, ja, das ist Wissen, das ist pures Wissen. Könnt ihr dann auf irgendwelchen LAN-Partys mit glänzen. Oder einfach nur als Nerd da stehen. Freak oder so. Geht auch. Ja, muss man sich entscheiden, was man sein will. Gut. Ich nehme an, wir müssen hier weiter. Oder ist das einfach nur eine Lagerstätte hier noch? Wo sie ihr Fleisch sammeln. Was ist denn für eine Grube hier? Ne, ist Wasser. Ich hab erst gedacht, hier ist irgendwie Pech oder so weit. Oh, das schreit nach Gasmaske, oder? Oder war eine Schlange, glaube ich. Da habe ich nämlich, die habe ich nämlich vorher gekillt, ein richtig riesiges Exemplar. Die saß neben dem Nachtsichtgerät. Ein Riesenteil. Übelst fette Zähne. Boah! Brech dir den scheiß Arm, Junge! Kann aber wieder haben. So eine Sau. Ich wollte gerade einfach ins Wasser schießen. War schon zu spät. Gut, aber hier machen wir erstmal Schluss. Ich wünsche euch einen geschmeidigen Abend. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Und dann sehen wir uns hier in der nächsten Folge wieder von Metro Exodus. Bis dahin, gehabt euch wohl. Haut rein.